Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück hier bei Nickfrei Zockt Recycle, der Müllabfuhrsimulator. Wir sind heute unterwegs hier nach meinen Informationen auf der Schnellerstraße. Wir gucken gerade mal, genau, heute ist Schnellerstraße dran. Es sind 8 Plätze, die wir leeren müssen. Das hier oben ist der Zeitplan, den machen wir mal wieder weg, weil der wird mich hier jetzt nur stören. So, wenn das Auto nicht fährt, einfach mal Handbremse anziehen und lösen, hilft immer. Und dann geht's hier los auf die Tour. Mit Vollgas voraus. Ist erst der dritte Aufnahmeversuch. Stoppschilder ignorieren wir, die interessieren mich nicht. Rote Ampeln ignorieren wir nicht, die kosten Geld. Ist schon der dritte Aufnahmeversuch jetzt. Ich habe erst sehr stark mit Audioproblemen gekämpft. Das hat mich circa eine Stunde gekostet. Ja, und dann habe ich mit Internetproblemen gekämpft. Hat mich ungefähr eine halbe Stunde gekostet. Olli! Und jetzt kann ich endlich hier aufnehmen. Kann endlich wieder schön mit meinem orangenen Müllauto durch die Stadt cruisen. Und ein paar Mülltonnen leeren. Ich glaube, in echt sind die natürlich ein bisschen früher unterwegs. Ich weiß nicht, ob die um 9.20 Uhr noch fahren, aber irgendjemand hat mir auch geschrieben, dass er das beruflich macht. Also falls du das siehst, kannst du mir mal schreiben, wie ist das eigentlich bei euch? Ja, wie ist das eigentlich bei euch? Also ist das wirklich so, dass ihr sehr, sehr früh morgens unterwegs seid und dann über den ganzen Tag unterwegs seid im Auto oder ist das nur morgens? Also bei uns sind die immer ganz früh morgens. Es kann natürlich sein, dass die hier anfangen, dass die woanders irgendwie mittags erst um 14 Uhr ankommen, aber es erweckt so den Eindruck, wie es wird ganz früh morgens gearbeitet und mittags hat man frei. So kommt es einem vor. Ich weiß nicht, wie das in echt ist. 9.30 Uhr finde ich jetzt für ein Müllauto eigentlich relativ spät, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, die Physik ist der Knaller. Ich habe mir Gedanken gemacht mal darüber, weil irgendwie ja doch schon einige kritische Stimmen unter meinen ersten Videos waren. Und habe mir überlegt, warum bin ich eigentlich so positiv gestimmt diesem Spiel gegenüber. Ich meine, es hat ja offensichtlich die ein oder andere kleine Schwäche, was bei einem Spiel für, ich sag mal, 23, 24 Euro eigentlich normal sein dürfte, dass das hier nicht ein AAA-Supertitel ist. Also vielleicht bin ich deshalb schon mal ein bisschen entspannter, weil ich sage, okay, ist ein 24-Euro-Spiel. Was willst du von 24-Euro-Spiel jetzt erwarten? Dass es ist wie... Ja, keine Ahnung. Irgendein FIFA-Teil, wobei das FIFA ist ja noch schlimmer. Ich habe das böse F-Wort gesagt. FIFA. Ja, das ist, ich meine, da wird ja immer geschimpft, dass das 40 Euro kostet und dass es eigentlich, dass eigentlich an dem Spiel nicht wirklich was verändert wird gegenüber dem Vorgänger. Hier gibt es ja auch Vorgänger und die waren, fand ich jetzt, nicht ganz so gut. Da gefällt mir das hier schon besser wie die Vorgänger. Und dazu kommt noch, dass ich natürlich die Engine kenne. Ja, das hier ist in dieser Actalogic Engine gemacht. Und ich kenne Spieler, die in dieser Actalogic Engine gemacht sind. Und ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll. Gegen die anderen Spiele, die mit der Engine gemacht wurden, ist das hier pures Gold. Formulieren wir es einfach mal so. Vielleicht ist das der Grund, warum ich diesem Spiel gegenüber so positiv gestimmt bin. Und deshalb sage, yippie, lasst uns spielen. Weil ich finde es eigentlich so, finde ich es eigentlich ganz interessant. Ich finde es cool gemacht irgendwie. So, der Wirtschaftsteil da drin gefällt mir auch, ehrlich gesagt. Dass wir da so ein bisschen Wirtschaftssimulation sozusagen mit drin haben. Komm, geh mal die
Tonne holen. Wir verdichten in der Zeit mal. Macht nur Höllenkrach. Sind auch alle wach. Jetzt kann der das gute Stück hier zu uns bringen. Wenig Verkehr hier in der Stadt. Wir verursachen gar keine Staus. Ich kenne das irgendwie anders. Wenn ein Müllauto auf der Straße ist, dann stehst du eigentlich permanent im Stau. So, jetzt nicht wieder auf den falschen Knopf drücken. Ich mache das gern, dass ich hier auf den falschen Knopf drücke. Oh oh, ob das gut geht? Brems, brems, ui. Kein Kommentar. Der ist einfach durchgefahren. So, da klettert er drauf. Hält sich fest, aber ich glaube mit der falschen Hand, oder? Und dann geht's weiter. Da oben ist die nächste Tonne, aber die nehmen wir auf einem anderen Weg mit. Wir fahren jetzt erst hier lang. Bremsen, ich guck schon gar nicht mehr. Ich gehe einfach mittlerweile davon aus, dass kein Auto kommt, weil hier so wenig Verkehr ist. Und ich da einfach von ausgehe, dass das schon passt. So. Wow. Brutale Fahrweise habe ich an, lege ich da an den Tag. Nichts kaputt machen. Ich hab's Talent, ich mache immer Sachen kaputt. So, hol mal die Tonne. Hol die mal ran hier, dass wir sie mal leeren. Das Auto hält Abstand, finde ich cool. So, schieben wir mal weg das Ganze. Ja. So, Hasing bekommen. Sehr schön. Dann rein da. Dann geht's weiter zur nächsten. Achso, Entschuldigung. Ich arbeite gerade sehr viel mit der Handbremse. Ja, genau so kenne ich das. Genau so kenne ich das. Wenn ich hier unterwegs bin, Müllauto, die halten alle 500 Meter und dann, ja, dann. Dann wartest du da, bis die fertig sind, die ganze Straße durch. So, leeren wir das Ganze mal und dann stellen wir die wieder weg. Wieder 500. Es lohnt sich, die großen Container hier zu leeren. 500 pro Container, finde ich coole Sache. Ich meine, es könnte ein klein wenig, wie gesagt, es könnte ein klein wenig Euro Truck Simulator mäßiger sein, klein wenig automatisierter. Ich glaube, das wird dem Spiel schon gut tun. Oh, nicht parkende Autos rammen, das kommt ungut. Das macht Aua. So, geh mal Tonne holen. Wo ist denn hier die blöde Einfahrt? Ich muss doch da irgendwie da drauf kommen auf das Gelände. Ich war doch da schon mal drauf. Ja, bring mal hier zu mir. Ich glaube, auf der anderen Seite ist eine Einfahrt. Irgendwie, ich habe mich da ein bisschen verfranst, glaube ich.
So, abstellen. Hurtig, hurtig. Rennen wir ein bisschen. So, die Ampel ist grün, die Ampel ist grün, die Ampel ist grün. Perfektes Timing. So muss das sein. Oh, nicht im Bürgersteig umfahren. So, ich bin gerade am gucken, wo haben wir da vorne? Haben wir sehr schön. Und da ist auch die Einfahrt. Hervorragend. Das passt ja super. So, was haben wir denn noch zu erledigen? 5 von 8 haben wir. Dann sind wir ja gleich durch. Falsches Knopf beinahe gedrückt. So. Und dann wieder schön zurück an seinen Platz. So, steht sie wieder. Sehr schön. Es kommt da zurück. Vorne ist schon die nächste und dann müssen wir jetzt gleich mal gucken, wie wir das machen. Machen wir das jetzt wie die Profis? Profis würden das jetzt so machen. Die würden da jetzt vorfahren. So, dann würden die hier einlenken. Dann würden die hier rückwärts fahren. Dann wird er erstmal hier parken und wird sagen, geh mal holen. So. Das kommt hin. Ich glaube, das kommt hin. So, dann würdest du sagen, hier weg damit. Und dann würde man anfangen und würde sagen, okay, wir fahren hier rückwärts hinter. Oh ja, das Geräusch kenne ich. Das Geräusch kenne ich. Das hört sich wirklich so an. Das ist brutal. Wenn die Müllautos rückwärts fahren, mit Vollgas voraus, das ist brutal. Ohne Witz. Das machen die bei uns in der Wohngegend immer gar nicht, die Kollegen. Da stehst du senkrecht im Bett, weil du denkst, was ist nur los? Fliegerangriff? So, hol mal ran. Wir verdichten in der Zeit mal. Mal gucken. Also ich glaube, ich habe noch nicht verdichtet unterwegs. Deshalb dauert das jetzt länger, das zu verdichten. Ja, ich glaube, wenn ich da jetzt drauf drücke, bringe ich spät zum Absturz. Das lassen wir mal. Immer warten, bis eine Sache abgeschlossen ist. Ich habe so das Talent, Probleme zu verursachen in Spielen. Und das ist genau der Grund, warum ich da jetzt nicht drauf drücke. Weil normalerweise würde ich da jetzt drauf drücken und normalerweise würde er dann abstürzen. Bin ich fest von überzeugt. Und deshalb drücke ich da jetzt erst drauf, wenn das Ganze rum ist. So, und weil das so schön laut war und wir hier in der Wohngegend sind, perfekt, komm, steig ein, es geht zur Deponie. Ist nur die Frage, wo ist die? Erstmal suchen wir uns, wir stehen hier drin, hier ist die städtische Deponie. Wir fahren jetzt da raus.
Da hoch. Da raus, darüber. Na, ja, irgendwie schaffen wir es schon. Ich bin gerade am Überlegen, guckt gerade keiner. Ich weiß, das macht man nicht. Das ist unrealistisch, ich weiß. Aber time is money. Uns guckt gerade keiner. Komm, spring um, Ampel. Wir haben schon 11.40 Uhr. Muss mal Gas geben. Feierabend machen. Wow. Das Auto war stärker als wir. Okay. Ich sag ja, ich habe das Zeug dazu. Ich schaff's immer wieder. Wenn du irgendwas kaputt machen willst, gibst du es am besten mir in die Hand. Ich schaff das, ohne Witz. Wann das Müllauto geschrottet? Der PKW hat uns rumgeschoben. Das ist so übel, wenn du schnell bist und drehst am Lenkrad. Das ist so übel, wie der dann rumzieht. Das müssen wir mal gucken, ob das Geld kostet, wenn wir auf der... Alter, was war das? Das aufmache, dann muss ich in den Bildschirm klicken, dass ich wieder das Fahrzeug steuern kann. Wow! So, ab geht's zur städtischen Mülldeponie. Da vorne müssen wir noch einmal abbiegen. Da dürfen wir nicht rein, das ist Einbahnstraße. Also ich muss mich jetzt echt nochmal schlau machen. Normalerweise ist doch die Ampel ist grün. Dann springt die um auf gelb. Und dann springt die um auf rot. Und dann wird die rot gelb. Und dann wird die grün. Oder nicht? Jetzt wartet der da auf uns. Jetzt müssen wir uns da durchquetschen, oder wie? Weil hier im Spiel wird die Ampel grün-gelb. Und dann rot. Also sie bleibt grün, irgendwie. Gut, vielleicht ist es ja hier so in der Stadt. Vielleicht ist die ja in einem Land, wo das so ist. Das wissen wir ja nicht. So, wir fahren hier rein. Da steht auch Entrance. Zur Mülldeponie. Wir haben hier das letzte Mal irgendwo Müll hingekippt. Der scheint weg zu sein. Das ist cool. Dann können wir den hier ja auch verteilen. Fahren wir einfach mal ein bisschen hier rum. Schmeißen wir ein bisschen Müllberge raus. Habe ich es wieder geschafft, was kaputt zu machen? Ich sag's doch, ich schaff's immer, irgendwas kaputt zu machen.
Ich habe da ein Talent für. So, das war unsere heutige Tour. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal auf schnellstem Wege wieder in unser Depot zu kommen. Das ist nur die Frage, was ist der schnellste Weg? Ich würde ja mal das Navi anschmeißen, aber das haben wir hier nicht. Na, das könnte funktionieren. Vorausgesetzt. Vorausgesetzt. Da sind keine Einbahnstraßen. So, Ampel, spring um. Wird grün. Grün. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert jetzt, was ich jetzt vorhab. Da haben wir Tennisplätze. Ne, Basketballplätze. Mitten in der Stadt. Cool. Die Stadt scheint auch ziemlich ruhig zu sein. Kaum Verkehr und so. Kaum spielende Kinder. Haben die hier eine Wohnung frei? Wir suchen ja gerade. Obwohl, es käme noch drauf an, was die hier für ein Internet haben. Komm, Ampel, spring um. Ich bin ja mal gespannt. Es gibt ja schon so viel Simulationsveräpplungsspiele. Bin wirklich mal gespannt, ob irgendwann mal einer auf die Idee kommt. Jetzt petze ich wieder eine super geile Geschäftsidee, eine super geile Spieleidee. What the? Und zwar den roten Ampelsimulator. Ja, man sieht ein Cockpit, sitzt hinterm Lenker, steht vor einer roten Ampel und wartet. Das ist eine Spielidee, oder? Also ich persönlich finde, das ist eine Spielidee. Komm schon, Ampel, spring um. Dass wir ins Depot kommen. Oh, Alter, was fahre ich denn hier für einen Stiefel zusammen? So, nicht kaputt machen. Gerade so gepasst. Vom Abstand her. So, da sind wir. Mit Fahrer und Beifahrer. Und haben dann ein leeres Müllauto. Und können schon mal alles programmieren hier für den nächsten Tag. Für die Route mit Firmament Park. Sorry. So, da muss ich umstellen. Das gibt unsere morgige Route. Da haben wir heute noch nichts drauf zu fahren. Und ja, das würde ich sagen, gehen wir morgen an. Haben wir morgen Angriff drauf. Ich sage danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Nick Frei zockt Recycle, die Müllabfuhrsimulation. Und bis dahin, wie gesagt, noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.